Hallo liebe Podcast-Freunde, wie ihr sehen könnt, wir sind heute in Stuttgart im Auktionshaus Eppli und es wird nicht etwa irgendwie mein Equipment versteigert, weil ich zu Geld kommen muss. Nein, heute wird hier in Stuttgart eine weitere Folge von Soko Stuttgart abgedreht für die ZDF-Serie und einen Gastschauspieler, ihn haben wir heute im Interview. Er hat hier mit der Kunst zu tun. Es ist Peter Krämer, viele kennen ihn vielleicht ja auch noch aus der Krimiserie Siska. Was er bis dahin alles jetzt so gemacht hat, das werden wir hoffentlich gleich von ihm erfahren. Viel Vergnügen. Im Auktionshaus Eppli heute den Dreh zu Soko Stuttgart. Als Gastdarsteller mit dabei Peter Krämer. Grüße Sie. Sind Sie zum ersten Mal in Stuttgart? Nein. Ich habe hier noch vor kurzem habe ich hier einen Tatort gedreht. Und ja, es verschlägt mich immer mal wieder, aber viel zu selten. Viel zu selten. Also Tatort, Krimi lässt sie nicht ganz los. Siska, das war eigentlich so die Rolle, wo sie eigentlich mir zumindest und auch, denke mal, einem großen, breiten Publikum doch bekannt geworden sind. Wie viele Jahre waren es denn? Das waren 5,5 Jahre. Immerhin? Ja, lange Zeit. Ist auch schon lange vorbei. Ist ja schon wieder 6 Jahre vorbei. Wahnsinn, wie die Zeit doch vergeht. Was war der Grund, warum Sie eigentlich da ausgestiegen sind? Wollten Sie da jetzt nicht so einen Stempel aufgedruckt bekommen oder so eine Figur werden wie Derek? Oder das war ja eigentlich so der Nachfolger Derek. Ja, ne, ich war damals, als ich aufgehört habe, 45 und ich wollte nicht noch, bis ich 60 bin, dieselbe Figur spielen. Ich hatte auch keine Chance, andere Dinge nebenbei zu machen, weil ich 11 Monate lang nur gedreht habe. Und ja, da habe ich mir einfach ein Herz gefasst und habe gesagt, ich würde gerne mal wieder andere Dinge machen. Ne? Was sind momentan für Projekte, was läuft? Ist es Theater mehr, ist es Fernsehen oder was steht so in der nächsten Zeit an? Jetzt drehe ich gerade hier die Soko, dann drehe ich in Budapest 90 Minuten und dann spiele ich Theater in Hamburg, am Ernst-Deutsch-Theater, habe ich einen Stückvertrag und da probieren wir im Mai und haben Premiere Anfang Juni und das spielen wir dann im Juni 32 Mal. Mhm. Fest in Hamburg, also ja. geht nicht auf Tournee, dass man auch mal in den Genuss kommt? Doch, das wird wahrscheinlich dann auch mal auf Tournee gehen, vielleicht nicht mit dem Stück, aber ich habe jetzt schon wieder einen Vertrag abgeschlossen für Februar, März nächsten Jahres und das Stück wird dann bestimmt auch nach Stuttgart kommen. Okay. Gut, dann sind wir schon mal gespannt. Kurz zur Rolle hier, Sie haben mit Kunst zu tun, was kann man verraten, was darf man verraten? Ach, was kann man verraten? Das ist, wie in den Krimis das so ist. Es gibt einen, der tot ist und dann die Ermittler ermitteln. Und es spielt im Kunstmilieu und lasst euch überraschen. Genau, das wird dann alles wieder drum zu sehen sein ab Herbst 2012, wenn die neuen Folgen, glaube ich, kommen. Dann wird dann die Folge auch dabei sein. Ja. Irgendwie so das Krimi-Fach, sind Sie da eher dann immer mal der Böse dann auch gerne? Ja, gerne, klar, ich bin auch gerne mal auf der anderen Seite, bin ich ja jetzt schon seit 5 Jahren und ist auch mir vertraut und wenn es eine gut geschriebene Rolle ist, eine gut geschriebene Figur ist, dann habe ich auch nichts dagegen, böse zu sein. Ostern steht ja auch bald vor der Tür, wie werden Sie Ostern verbringen? Gibt es Familienfest oder wie läuft es ab? Mit meiner Freundin werden wir gemeinsam, mit ihrem Kind werden wir gemeinsam im Norden Ostern verbringen. Okay, sehr schön. Und dann einfach mal sehen, was das Jahr sonst noch alles so bringt, oder? Genau. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, wünsche ich für die bevorstehenden Termine alles, alles Gute, eine gute Zeit und vielleicht sieht man sich irgendwo mal wieder bei einem Krimi oder wie auch immer. Ja, danke, würde mich freuen. Ja, tschüss. Alles Gute. Liebe Podcast-Freunde, Peter Krämer, das war unser heutiger Interviewgast und ich wünsche euch damit alles Gute bis zur nächsten Ausgabe. Frank Stiller und Peter Krämer.